So, jetzt geht's gleich zum Potluck und ja, diesmal ist echt Wahnsinn. Also die ganze Organisation und die vielen Menschen, sehr, sehr viele kommen das erste Mal und sehr, sehr viel von weit gereist. Und Corinne schläft hier gerade bei mir im Zimmer, die Corinne, und bei mir im Garten schlafen 7 Leute heute. Und morgen werden es, also insgesamt werden 14 Leute hier in meiner Stadt schlafen. Ein paar haben sich jetzt auch in die Pension eingemietet. Und werden morgen im Konvoi mit 4 Autos, glaube ich, oder heute, jetzt, schon Zeit und Raum verloren, schon kaum geschlafen. Und ja, auf jeden Fall, Rokospot lag diesmal von der Organisatorik her echt, echt viel. Aber ich freue mich, ich werde mir jetzt hier nochmal so ein Becher Guarana reinpfeifen und dann geht's ab zum Rokospot. Hier ist Video. So sieht das also in einer kleinen Küche aus. Ich habe ja noch Weitwinkelkamera und ja, also hier wird noch gemacht und gewerkelt und es ist ziemlich viel Stress, aber irgendwie ist es auch geil. Wir haben noch 3 Minuten und 18 Sekunden. Hallo, wir sind jetzt hier wieder auf dem Rohkost-Potluck und ja, den ersten, den ich mir heute gekrallt habe, ist der Patrick. Der Patrick hat heute auch eine relativ lange Reise. Ja, oder nicht heute, gestern oder vorgestern, ist er schon Zeitgefühl verloren. Das ist egal. Auf Wir jeden sind Fall, zeitlos hier. ja, zeitlos. Und ja, und habe sich genommen mit ein paar Freunden und zum Rohkost-Potluck hier zu kommen. Und ja, erstmal meine Frage, wie kam es überhaupt dazu? Wo ist die Motivation, so eine lange Reise zu machen? Ja, ich sag mal, es gibt ja selten ein Event, wo man wirklich so viele Menschen auf einmal treffen kann, die letztendlich man sich mit dem austauschen kann. Ne? Es gibt ja immer so Rohkost-Potlucks bei uns in der Umgebung, die sind so 10, wenn wir Glück haben, vielleicht ein paar mehr. Aber so viele, ja, also sagen wir mal, so viel Inspiration auf einmal zu bekommen, ist rar. Und da nimmt man auch mal ein bisschen Zeit davon. Und es ist ja nicht nur dieser Moment, wo man gerade hier ist, sondern auch diese Reise hierhin mit den Leuten schon. Da fängt es ja schon an. Und das Ganze, das muss man als Ganzes sehen. Und ich denke, das ist ein Erlebnis, so, wo man sich immer dran zurückerinnern wird. Ja? Man wird seinen Freunden sagen, pass auf, wir sind 500 Kilometer gefahren, um dann Leute da mit dem Rohkost zu essen und uns da unterhalten. Und das ist einfach eine Sache, das darf man nicht verpassen, meiner Meinung nach. Ja, ich habe es nicht so weit und ich habe es nicht so weit und entsprechend ja, ist es natürlich für mich ja, diese Fahrt und so. Ich kann es nachvollziehen. Ne? Wir waren ja auch zur Revolution mit Silke damals und ja, und das ist halt einfach schön so als Event, als gerade wenn du ein paar Tage auch Zeit hast. Genau. Und ihr tut ja ganz, sag mal, ich will nicht sagen hart gesotten, aber ja, ihr schlaft einfach auf der Wiese. Ne? So. Ja, genau. Einfach wie es kommt. Ne? Genau, ganz einfach, also nicht irgendwie Pension gemietet oder sonst was. Nee. Einfach Decken hin und ja. Ja, einfach auf der Wiese und schlafen. Also, ich war auch so, ich habe einen Rucksack gehabt und ich habe den nochmal, bevor ich gefahren bin, musste ich nochmal waschen, weil da drin ist eine Paprika kaputt gegangen. Und dann ist der Reißverschluss mir aber kaputt gegangen und ich hatte wirklich nichts mehr, was ich irgendwie, das, was ich eigentlich mitnehmen wollte, hat dann nicht mehr gepasst. Und dann habe ich einfach irgendwie eine Inliner-Tasche genommen, einfach ein T-Shirt rein und ab geht die Post. Ne? Also es ist ja, wir sind ja hier nicht wegen dem und dem, sondern nur wegen den Menschen und was zu erleben einfach. Ja. Und die Frage ist ja immer, was brauchst du wirklich? Ja, genau. Eigentlich, du brauchst ja, nichts, du brauchst Essen genau. Und Trinken ein ja, bisschen ja. Und dann hört es dann schon genau, auf. Ja. Und wenn wir jetzt Silke fragen, dann wird sie wahrscheinlich sagen, man braucht wahrscheinlich nicht immer mehr Essen. Also von daher, also beim Thema Lichtkrieger. Aber ja, das ist nicht unser Ding. Aber zumindest bei, ich weiß nicht, bei dir, also... Was meinst du mit Licht? Mit Lichtnahrung und so weiter habe ich mich beschäftigt. Und nee, leider noch nicht. Also ich bin nicht auch schwierig. Also gerade ich bin ja komme aus dem Leistungssport und ja, also gab es keinen Lichtkrieger. Genau, den gab es noch nicht. Also vielleicht gehe ich ja noch immer in die Geschichte ein, also als erster Lichtkrieger. Da muss ich mir noch ein Kostüm ausdenken. Ne? Du siehst schon aus wie so ein Superheld, so ein bisschen. Also, ja, das ist. Habe ich mir nicht selber ausgesucht. Ich bin ja farbenblind und Hanna hat mir das verurteilt und nicht verurteilt, verordnet. Und also ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber es soll schön sein, ich habe nur ja? Komplimente geerntet. Ja? Ich hoffe, dass die Leute mich nicht verarschen, deswegen trage ich es. War ein bisschen neidisch, was ich gesehen habe, muss ich sagen. Auf jeden Fall schön luftig und. Also, ist ja heute wahnsinnig warm und das ist ein ganz leichter Stoff, selbst wenn ich schwitze, das trocknet total schnell wieder, also richtig, richtig geil. Du hast mir gerade mal so ein Gedankenexperiment gesagt, da haben wir uns drüber unterhalten, da hat gesagt, komm, lass uns das mal per Video dann ausführen. Sag nochmal, was du gesagt ja, hast. Ja, also stell euch mal vor, folgendes Szenario, ja, man muss sich einen Zeitpunkt ausdenken, wo man wirklich die meisten Menschen erreichen kann, ja, da habe ich mir überlegt, okay, nehmen wir mal das WM-Finale Deutschland gegen, ich weiß nicht mehr, gegen wer sie gespielt und auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, es ist gerade eine zweite Halbzeit, 1-1, 80. Minute, super spannend und auf einmal Sendepause. Und du hast jetzt Zeit, 1-2 Minuten Deutschland zu sagen, was du wichtig findest. Ja. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Szenario. Jetzt mal davon abgesehen, das haben wir unterhalten, oh Gott, jetzt müssen wir erstmal die Informationen filtern, hat der Christian gesagt, weil okay, dann müssen wir mal gucken,
was will man jetzt sagen? Ja, weil wenn man jetzt, man kann 2 Minuten reden, aber dann hat man nach 2 Minuten vielleicht gar nichts gesagt, irgendwie, weil man sich verhapert hat und so weiter. Und dann hat der Christian gesagt, ich würde, glaube ich, erstmal ordnen, wen er möchte erreichen und die Informationen so ein bisschen ordnen, damit das, was kommt, wirklich gezielt ist. Mhm. Ja. Und das ist auch interessant, ja, ja. Das ist ein Gedankenexperiment. Also ich war erstmal total überfordert in der Situation, weil plötzlich 2 Minuten, mein Quatsch, ist ja schon wie eine total Traumsituation. Du kannst ganz viele Menschen erreichen, du kannst echt viel bewirken. Ja. Und dann auch das sagen, was du willst. Und ich war einfach erstmal total überfordert. Und ich glaube, wenn das wirklich so ist, du hast jetzt 2 Minuten, dann würde ich erstmal ganz mit Plattitüden anfangen. Sowas wie liebt euch alle und einfach sowas. Aber das will keiner hören. Das will keiner hören. Genau. Das ist das Problem. Ja. Und das würde ich realisieren und dann würde ich anfangen zu relativieren und dann würde wahrscheinlich die 2 Minuten um sein. Genau, und dann willst du die letzten 4 Sekunden nochmal was Sinnvolles sagen. Und dann ja. Also das ist schlimm, aber... Nee, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich erstmal schauen, wen kann ich erreichen in der Situation. Ja. Also ich würde erstmal versuchen, quasi auch das, was ich auf meinem YouTube-Kanal mache, in Schnellversion zu machen. Das heißt, ich würde überlegen, wo sind die Menschen, die ich jetzt erreiche? Und die sind beim Fußball. Das heißt, ich würde Bezug nehmen zum Fußball. Ich würde versuchen, schnell eine Basis zu schaffen. Ja. Oh, 88. Minute. Und jetzt geht's gleich weiter. Und ihr verpasst keine Sekunde. Ich tue genau mit euch mitfiebern. Und tatsächlich ist es so. Ich schaue ja auch gern Fußball. Zumindest die großen Events, Bundesliga ist nicht mehr so. Aber ich tue mit euch mitfiebern und eine gemeinsame emotionale Ebene schaffen. Und aus dieser emotionalen Ebene eben dann versuchen, irgendwo eine Brücke zu finden, eben zu meiner Message. Und meine Message ist halt vor allem halt eben die Liebe. Also meiner Meinung nach ist die Liebe, wenn die Liebe auf der Welt wirklich gelebt werden würde, wenn die Menschen lieb wären, dann hätten überhaupt keine Probleme mehr. Liebe ist die Lösung für mich. Der Nächstenliebe vor allen Dingen auch, das ist ein Punkt so, ne? Weil viele sind einmal auf sich eingestellt. So funktioniert unser ganzes System nun mal, ne? dass man sein Ding halt durchziehen muss, damit man überhaupt noch durchkommt. Ne? Und diese ganzen Nächstenliebe, das ist so krass verloren gegangen. Und dass man die Leben nicht mehr als gleich ansieht. Ja? Damit hat der Spezifizismus ja auch schon angefangen, ne? Dass die Leben einfach unterschiedlich gerankt worden sind. Ja. Ne? Das fing ja alles an, dass jemand irgendwann behauptet hat, dass ein Leben mehr wert sei als ein anderes. Ne? Und damit fing es dann schon alles an. Das kommt immer mehr... Und rauchen, ja. Und damit ist die Liebe ja auch immer damit quasi antiproportional so verloren gegangen sozusagen. Ja. Und das, ja. Und was der Grund, beziehungsweise was dem zugrunde liegt und was die Leute nicht beachten, so ein bisschen, dass man denkt, dass man so abgegrenzt ist, dass man denkt, dass man unabhängig von der Umwelt agiert. Man denkt, man ist selber und ich bin so und alle anderen sind woanders. Aber dass wir de facto alle miteinander verbunden sind und das ist. Und das können wir jetzt nochmal eine Ebene weiterführen. Jetzt überlegt mal. Alles besteht ja hier aus Atomen, ja? Okay? Also alles, du und ich und so weiter, Kohlenstoff und das ist hier Sauerstoff. Und jetzt kommt, dass diese Moleküle, wir sind ja auch sozusagen verbunden, weil es Molekül aneinander sind. Und ich habe Schwingungen, die können auf das Sauerstoff oder was in die Luft übertragen werden und die gehen auf dich über. Und wir sind alle miteinander eigentlich verbunden durch Atomen. Ja. Das verstehen auch viele nicht, ja? Und wie gesagt, es gibt total viele Bindungen, kovalente Bindungen, es gibt Bindungen, was etwas fixierter ist diese ganzen Sachen, die dem zugrunde liegen und wir versuchen das alles zu erschlüsseln mit unserer Chemie und Biochemie und so weiter, aber es gibt so viel, was wir nicht wissen, gerade im Bereich von Energie. Genau, wie zum Beispiel, Schwingungen halt. Ja, alle solche Sachen das heißt, wir müssen einfach akzeptieren und dass wir miteinander verbunden sind und allein das Bewusstsein reicht schon. Du musst gar nicht wissen, wie du miteinander verbunden bist, aber dass du verbunden bist, dass du eben nicht losgelöst von deiner Umwelt akzeptierst. Genau, wenn du das einmal irgendwo akzeptieren kannst, ich glaube, dann fällt es auch leichter, die anderen Menschen zu erreichen und auch zu lieben. Also mein Ansatzpunkt wäre der gewesen, es ist ja nun mal jetzt so, wie es ist und es ist nicht so, wie wir es gerade momentan für wahrscheinlich richtig halten würden. Ja? Deshalb würde ich irgendwann so schauen, dass man gucken kann, dass man Menschen versucht, wieder offener zu kriegen. Ja? Dass man Menschen wieder dazu anregt, wieder offener zu werden, um das wieder zu sehen, um auf den richtigen Weg überhaupt zu kommen. Wie würdest du die Menschen offener machen in den 2 Minuten? mir ist ja auch ganz spontan gekommen. Ich hätte mir auch jetzt keine Gedanken darüber gemacht. Ja? Also mach da Gedanken. Wie ich letztendlich jetzt sind wir hier. Erreichen. Also ich würde, glaube ich, so argumentieren, dass es nicht immer alles so ist auf den ersten Blick, wie es am Ende auch ausgeht. Ja? Sondern viele Menschen haben einfach eine kurzsichtige Art und Weise, Herangehensweise, ne, so zu sehen. Aber, und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Ich pick mir jetzt einen Bereich mal raus, zum Beispiel die Ernährung, pick ich jetzt einfach mal raus. Ja, das kann man auf alles adaptieren. Ja. Sagen wir mal, wenn jemand halt Rohkost machen möchte, es ist sehr schwierig am Anfang dahin zu kommen, offen zu sein, weil man sich eingegrenzt fühlt sozusagen. Ja. Und der Geschmack ist einfach noch nicht da, wo man ihn eigentlich hätte. Und deshalb ist es am Anfang sehr, sehr schwierig, weil man natürlich das vermisst, was man sonst immer gegessen hat, ja.
natürlich fühlt man sich vielleicht direkt danach noch nicht so befriedigt, wie man, wenn man jetzt zum Beispiel früher eine Pizza oder sonst was gegessen hat. Aber im Endeffekt, wenn man auf lange Sicht das macht, dann wird es irgendwann immer besser, wenn man einmal offen war und einmal standhaft geblieben ist. So. Mhm. Und das wäre mein Appell, einfach, dass man versucht, offen zu sein, weil nur durch Offenheit können ja auch Differenzen oder beziehungsweise Referenzwerte entstehen oder diese, weil man kann ja, weil man wissen, was gut ist. Man kann ja nur sagen, was gut ist, weil auch was Schlechtes existiert, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man... Aber warum sollen die Menschen so ein Experiment wagen, so offen sein, wenn es im Endeffekt keine wirklichen Probleme gibt für sie oder keine Probleme in ihrer Wahrnehmung? Wäre nicht einschüttelt, ja. Ich denke jetzt offen mit dir, ich habe weiß noch nicht, wo es endet, aber ich überlege gerade, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, in den 2 Minuten zum Beispiel einfach bewusst sozusagen die Grundproblematik, die, an der viele Menschen leiden, zum Beispiel eben Depressionen oder negative Stimmungen und solche Sachen, das erstmal anzusprechen, weil das ist ja, die brauchen ja auch eine Motivation, um so ein Experiment zu machen. Das ist auch immer schlimm, man muss auch immer da ansetzen, wo es dann letztendlich den Leuten auch kratzt, ne? Oder auch nicht so gut passt. Das ist ja auch schon voll paradox, dass man immer nur da ansetzen kann, wo es denen nicht so gut geht. Ne? Dass Menschen zum Beispiel nicht im Vakuum betrachten können, das läuft schon ganz gut, aber vielleicht könnte man das noch optimieren. Ne? Das ist auch schon immer Bequemlichkeit, so. Ne? Ja, genau. Also die Menschen sind allgemein Meister darin, die Gewohnheiten am Leben zu erhalten, sozusagen, und versuchen eher in Forschung und so weiter investieren, damit sie das weitermachen können, wie sie halt es momentan machen, wie mit den Massen also von Fleisch und so weiter. Ne? Das ist ja eben das Paradoxe, dass wir da so... Würdest du den Fleischkonsum in den 2 Minuten ansprechen? Oder ist das zu sehr auf Kontra? Weil dann sagst du, das will er. Das ist das Problem, eben, dass wir, wenn Leute dieses Wort vegan, ja, das ist so in Verrufung geraten, dass man damit schon gar nicht mehr... Ja, da machen die Leute sofort zu und das ist sehr schwierig. Ich glaube, ich würde es nicht rangehen, weil die Leute würden es nicht, würden sofort zumachen einfach. Das wäre schade einfach, ja. Aber es ist total interessant, könnt ihr euch mal Gedanken machen und könnt auch gerne dann in die Kommentare schreiben. Wenn ihr 2 Minuten Zeit hättet, der Welt zu sagen, irgendetwas zu sagen. Machen wir vielleicht 1 Minute, sonst wären die Kamera zu lang. Ja, also wenn ihr was sagt, was würdet ihr sagen? Ja. Ja, und also vor allen Dingen, denkt jetzt auch gar nicht so krass drüber nach. Versucht die Situation zu verstehen, jetzt einfach mal so. Das ist vielleicht noch mal interessanter, dass ihr so intuitiv sagt. Und dann ist es auch ganz interessant, dass ihr das, was ihr schreiben werdet, werdet ihr überdenken und werdet dann später vielleicht sogar noch mal umändern, so bearbeiten. Also mal gucken, wie viele, Kommentare noch mal bearbeitet worden sind oder so. Gut, das würde ich mal so als Ende jetzt hier so stehen lassen. Ich bin gespannt dann auf die Kommentare und wir werden das dann durchlesen und was dabei rauskommt. Also. Ja. Ansonsten, Patrick, ich wünsche dir weiter viel Spaß hier bei uns und noch einen schönen Tag zusammen. Ja, danke schön. Alles klar. Dann. Tschüssi. Ciao. Ja. Genau, hier ist ein Cracker mit Möhren. Cracker mit Möhren? Hat da jemand noch was Spezielles dazu zu sagen? Ja. Das sind leinsame Cracker mit Möhren, gekeimten Sonnenblumenkernen, Schnittlauch. Und dann noch Basilikum und Thymian gewürzt ein bisschen. Habe ich noch was vergessen? Und Knoblauch und Zwiebeln. Okay, dann das hier? Einfach nur gekeimter Buchweizen mit Durian. Oh, gekeimter Buchweizen mit Durian. Sehr gut. Auch für die Leute, die jetzt noch Durian noch nicht gegessen haben. Energiebällchen? Energie. Genau, mit Cashews und Haselnüssen und Para- und Pekannüssen. Und die sind gefüllt mit entweder mit Pistazien oder mit Goji-Beeren oder mit Haselnüssen auch. Und von außen sind halt entweder Buchweizen oder Kokosflocken oder Chiasamen. Okay. Datteln? Genau, Datteln sind natürlich auch drin. Rote Beete, Grün, Rucola, Mais, Tomate, Möhre. Müsste es eigentlich sein, glaube ich. Okay. Der nächste Salat? Zucchini, Schnauze, Paprika, Tomate und ein Dressing. An dem Dressing ist ein bisschen Mandelpüree dran. Mandelpüree und? Ja, und Sole, Salzsole und ein bisschen Zitrone, Kräuter. Okay, Weintrauben. Obst, klar. Hier. Obst, genau. Irgendwelche Leinsamencracker, schwarzer Sesam ist dabei. Und die 2 Sachen hier, ich glaube, die kommen aus Berlin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Was ist das? Das ist da, wo Anne draufsteht, es sind halt Schokokugeln drin. Schokokugeln? Man könnte ja auch Energiekugeln sagen, es sind aber mit Schoko, deswegen einfach Datteln, Paranüsse und
irgendwelche anderen Nüsse noch. Welche waren das noch? Ist egal. Auf jeden Fall, Chiasamen sind auch noch mit drin und ein bisschen Kokosöl und Kokosraspeln. Gut, schön. Und das daneben sollte ein Dip werden, aber ich habe den etwas improvisiert, was noch alles da war. Und ist süß oder herzhaft? Herzhaft. Herzhaft, gut. Herzhafter Dip. Da sind halt überwiegend Gemüsesachen drin. Gut, okay. Und Leinsamen. Leinsamen, hm? Ja. Benni? Oder? Ja, Knoblauch, Zwiebel, Tomate, Avocado, Gewürze, Kräuter, kein Salz, Pfeffer. Gut, okay, weiter geht's. So, machen wir hier die beiden Dips, die beiden Sachen. Irgendwas mit Möhre und Kurkuma oder Kaffee? Weiß das jemand? Gut, also weiß von mir Walnuss mit, aus Walnüssen und Datteln. Oh, und das passt sehr gut zu den Crackern, die überall rumliegen. Genau. Und das andere ist von Anja. Ja? Das ist ein indischer Anja, Stew. Du bist dran. was? Das habe ich live entschlossen. Das ist hier Möhre mit Apfel und einem Dressing aus Kokos, auf Kokosbasis, bisschen Hanf und orientalische Gewürze. Ja. Wie es bei mir so ist. Okay. Ein Kokospudding? Das ist eine Schokocreme mit Avocado und das sind Birnenstücken innen drin. Das Kokos ist nur die Deko. Okay, dann haben wir hier Fruchtleder. Patrick! Dann holen wir das nach links. Machen wir hier weiter. Genau, das ist auch gut. Das ist ein Bananenpudding. Was ist das? Bananenpudding. Bananenpudding, okay. Mit Bananen, Cashewkern, Grapefruit ist mit drin. Ganz unten auch eine Beerenmischung. Also ein Schichtpudding. Ja. So, das sind einfach Zucchini-Nudeln. Genau. Hat man das hier schon? Obstsalat, ne? Gurke ist das. Mit Papaya. Gurke mit Papaya. Und Ahornsirup. Gurke? Gurke, Papaya, Ahornsirup. Ah, okay, gut. Dann ein Hafer, ein Nackthafersalat mit Tomaten. Genau, das ist nach deinem Rezept. Ja, okay, das ist klar. Dann ein Schokopudding. Ja, mit Bananen, Avocado, Kokosmilch und Kakao. Okay, dann Kohlsalat. Was ist da, was Spezielles drin in Kohlsalat, irgendwas? Stimmt das gut? Dann haben wir hier Cracker. Was sind das für Cracker? Buchweizen, Leinsamen, Mandeln, Haselnüsse und Zwiebeln. Ah, okay. Dann haben wir hier Schokodinger oder Schokokugeln. Das sind Kugeln mit Datteln, Walnüssen und je nachdem Kakao, Sesam, Haferflocken oder nichts dran. Ah, okay. Cool. Und das dann halt eben die anderen, oder was? Genau. Okay, was ist das hier? Das ist aber... Dann Walnusskugeln ohne was dran. Ach so, das sind alles deine Kugeln hier und alles, was du... Vier Sorten Kugeln. Oh, okay, alles klar. Gut. Das hier, Corinne? Ich glaube, Zucchini, Tomate, auf jeden Fall nichts Dramatisches drin. Mirabellen, das ist auch ein Salat. Zwiebeln. Tomate. Knoblauch, vor allem viel Knoblauch drin. Schnittlauch. Also alles unspektakulär. Hier? Eigentlich Buchweizen eingeweicht mit Tomaten, Gurken, Paprika, Petersilie, Zwiebel, Knoblauch, okay. Bisschen Olivenöl. Gut, wunderbar. Da sind noch die Flaschen. Also irgendwie, ist das eine Mandelmilch oder genau. Irgendwas? Also nee, ist Kokossuppe, die großen sind nicht scharf, die kleine blaue ist scharf. Okay. Und unten neben der Bank stehen die... Da hinten andere Sachen zur Suppe. Okay, das dazu. Okay, wunderbar. Dann sind wir hier unten, das sind Tomaten. Das sind Kakaobohnen mit Datteln mit Kakaobohnen und Kakaobohnen mit getrocknetem Fruchtfleisch. Nicht so viele essen. Okay, was ist das? Genau. Mungbohnensprossen, Möhren mit einer Kokos-Curry-Soße. Okay. Das ist Sonnenblumenkerngrün, kann man sich auch abschneiden, das ist eine Schere daneben. Dann jetzt haben wir noch ein paar Dips. Ne? Die Dips hat die gemacht? Der rote ist vom Tomatenmark. Das weiße ist ein Tzatziki mit Zitrone, Knoblauch, Gurke und Ketchup. Okay. Gut. Tomatensalat hier? Irgendwas Spezielles drin? Tomate, Petersilie, das war's. Nee, da ist noch Petersilie und Zitrone noch. Okay, also Dings. Blaubeeren, Blüten oder was ist das? Ach nee, das ist. Blaubeeren. Das sind Kornelkirschen. Kornelkirschen, ja, das sind Weintrauben und da in dem anderen Pflaumen.
Und die Blüten sind auch die essbar, ne? Die sind ja essbar. Cool. Dann hier hat jemand seinen noch nicht ausgepackt. Pierre! Du hast das nicht ausgepackt. Pack ich jetzt aus. Ja? Das ist Knuspermüsli, Banane mit Spirulina. Darunter ist Obst geschnitten und dahinter steht noch Mandelmilch. Das könnt ihr alles zusammenmixen. Genau, also Müsli, Obst und dann hinten diese Mandelmilch. Coca-Cola vielleicht, also echt. Pierre, also echt. Das sind meine Fleischer. Das sind Vorsicht für die Zähne, weil hier sind sehr, sehr viele, also sowas wie Hirse, Quinoa, alle solche Sachen, die man eigentlich kocht, aber die sind alle ungekocht da drin. Und das sind ganz viele Sachen, auch Mohn und auf jeden Fall auch ein frischer Fenchel ist noch drin, als ein bisschen frische Note. Auf jeden Fall, Nee, süß, total süß, aber sehr, sehr kernig, also gute Zähne. Dattel ist die Grundlage. Genau, und dann sind 14 Arten verschiedener Samenkörner drin. Und halt viel von Sachen dabei, die halt eigentlich man kocht. So. Dann hier, wo jetzt schon die Fliegen dran sind, was ist das? Das ist Mandelpudding mit ein bisschen Banane gesüßt und Mandeljoghurt, Entschuldigung, mit ein bisschen Banane gesüßt und geschnittenen Mirabellen. Okay, alles klar. Dann genau, Rote Beete Salat. Rote Beete, mit Walnüssen? Gute Laune Salat, Rote Beete mit Apfel und Walnüssen. Gut. Der Dip, was ist da drin? Paprikasoße, Nüsse für die Zucchini. Für die Zucchini. Wo ist die Zucchini? Zucchini-Nudel. Achso, die Zucchini-Nudel und ja, das müsste dann sozusagen zusammen. Ja. Gut. Okay. Irgendwelche Nüsse dran oder sowas? Ja, ich glaube Haselnüsse sind hier dran, also für die Leute. Gut, ansonsten hier viel, viel Obst und Gemüse, das ist alles selbsterklärend. Genau, das sind noch sowas wie Cracker. Wo Cracker? Naja, da hinten müssen wir jetzt eh noch hin. Nee, hier vorne. Wo? Ach ja, hier, genau. Was ist das? Wer hat diese runden Cracker gemacht? Das ist eigentlich Mohrenschredder und als Bindemittel gemahlene Leinsamen und Kürbiskerne. Mhm. Und ein bisschen Pfeffer und Curry dran. Curry. Mhm. Und dann im Trockner, also im Dings. Cool. Das ist halt auch Mohrrübe geraspelt, dann eigene Äpfel, Rosinen und Leinöl. Okay. Dann gerade Weintrauben. Selbst geerntete Weintrauben, ja. Da kennt man immer gut. Genau. Eindeutig, ja. Nicht diese vollgepfropften Wasserdings sind. Hier hat jemand auch so eine Art Energiebällchen gemacht, oder was ist das? Ja, also es sind so orientalisch pikante Karottenbällchen. Pikant also, ja. Ja, pikant und da ist so ziemlich alles drin. Also eher andersrum fragen. Okay. Wer Allergen ist, hält sich von diesen Dingern hier sehr, sehr fern. Genau. Gut, dann hier ein Schokoladenmus, der jetzt auch wegschmilzt. Wer ist das? Wir hatten die Schokotorte wahrscheinlich mit Avocado voll gepfropft. Banane, Schoko, ohne Avocado. Ohne Avocado. Ein bisschen Kokosöl. Das ist eine Ansage. Ja, okay, wunderbar, sehr gut. Dann Karin, sag ich einfach mal. Ja. Gefüllte Tomaten, ja, mit Cashew, Käse, getrockneten Tomaten und Basilikum. Oh. Ja. Alles aus dem Garten. Außer die Cashew nicht. Schokopudding, was die Traum was man dran hat. Hier haben wir Dackeln, Kakao, Vanille. Okay. Dann haben wir eine Soße. Was ist in der Soße drin? Soße. Also die ist nicht von mir. Achso, nee, das ist Schokopudding. Und zwar das, was auch in der Kasse. Okay, also doppelter Schokopudding. Mit Chia und Cashew. Gut, dann haben wir hier den Salat. Hat jemand den Salat gemacht? Gut, er wurde uns von Gott zur Verfügung gestellt. Also wer Allergen ist, da nichts essen. Quinoa ist da drin. Quinoa, Tomate, haben wir was? Also frische Kokosnüsse, Kokosnüsse. Okay, Kokos und Beeren. Dann das Joachim. Was war da drin? Ja, weißt du doch. Ja, ich weiß. Weißkohl, Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, ja. Apfel, Zwiebel, Essig, Leinöl, Sonnenblumenkerne. Okay, also Kreuzkümmel ist vor allem die Note sehr stark. Richtig. Genau, das ist das frische Gemüse zu dem Kokos. Äpfel sind da noch. Genau. Was ist hier für ein Dip? Das ist Baobab-Mayonnaise zu den Falafel dazu. Das ist mit Rote Beete, mit Möhre, Sesam. Cool. Und das ist die Baobab-Mayonnaise. Und das? Schon mal mit. Ja, das sind Brote. Die hinteren, die sind mit Kastanienmehl, also sind ein bisschen süßlich. Da ist aber noch ein bisschen Bärlauch und
getrockneter und Kürbiskerne dran und vorne ist das so ein einfaches Rucksbrot. Okay. Abgewandelte Rocher-Kugeln laut Hanna. Und Hanna, okay. Also statt Haselnüsse Mandeln und statt Datteln Aprikosen. Okay. Und die weißen dazu Raffaello Mandelkokos, Dattel, ja. Und jo, das war's schon. Ein bisschen Zitronensaft. Okay. Das sind Sonnenblumenkerne mit getrockneten Tomaten und einem ganzen Bund Basilikum und ein ganz kleines bisschen kaltgepresste Olivenöl. Hm, okay. Oliven. Und für das. Das ist das. Genau, das ist das. Okay. Gute Sache. Gurkensalat? Gurkensalat. Peggy, euer Kuchen, was ist das? Ja, warte, hier. Oh. Dein Kuchen, was ist das? Buchweizen, gekeimte Buchweizensprossen, dann Banane und Tresto von der Möhre. Okay. Verfeinert mit Maca und Zitrone. Okay, dieser dunkle das Mousse. Sind Gartenbeeren, Brombeeren aus dem Garten und dann noch Datteln. Oh, lecker. Frisches Gemüse, frisches Obst, noch Kakao-Energiebällchen. Gibt es dazu was Konkretes zu sagen? Nein, gut. Und das letzte sind auch noch... Das ist das gleiche wie hier vorne, nur eine andere Form. Ja, wir sind jetzt wieder hier beim Rohkost-Potluck und neben mir sitzt der Osmo und die Hanna. Und ja, wir haben jetzt quasi, ja nicht kurz vor Ende, aber sagen wir mal so, den Großteil des Essens schon vertilgt. Und wie hat's, Osmo, wie hat es dir geschmeckt? Hat es dir gut geschmeckt? Gut geschmeckt? Osmo hat es gut geschmeckt? Hanna, wie hat es dir geschmeckt? Ich habe fast nichts gegessen. Oh, was du? Ich habe, heute gab es Flüssignahrung auf dem Rohkost-Potluck. Ihr seht, alle Menschen sind hier sehr tolerant. Ja. Also es hat mich zumindest keiner blöd angemacht, dass ich hier heute Bier trinke. Ja. Also nicht alleine, ne? Es gab noch jemanden anderen, mit dem ich dem Alkohol gefrönt habe. Aber Fusionella. 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 Liebe Grüße an Fusionella. Ja. Genau. Ja. Und ansonsten jetzt, ich meine, du bist ja jetzt quasi schon ein altes Eisen beim Potluck. Ja, dieses Jahr habe ich alle mitgenommen. Dieses Jahr hast du ja wirklich alle mitgenommen. Wie fandest du jetzt so auch die Entwicklung diesen Jahr? Fällt dir was Besonderes auf? Oder sag mal so ein bisschen, was so deine Eindrücke zum Rohkost-Potluck aus deiner Sicht? Ja. Also es werden immer mehr Menschen, das ist offensichtlich irgendwie. Bei uns hätte ich das Gefühl, ich habe auch nicht gezählt, aber so gefühlt auf jeden Fall. Da reinsprechen? Du kannst ja so, aber Christian hat mich gerade was gefragt. Es werden auf jeden Fall immer mehr Menschen. Hm? Aber sonst, was ist mir aufgefallen, weiß nicht. Es ist sowieso immer eine offene, nette Atmosphäre. Man kann mit Menschen reden, mit denen man möchte. Ich will auch reinsprechen. Also es hat jetzt keine große Veränderung für mich stattgefunden. Ja, na dann Osmo, wie findest du das Rohkost-Potluck? Jetzt sprich mal hier rein. Du musst ja dann auch was sagen, was die Leute verstehen. Die Sprache versteht ja keiner, was du sagst. Gut. Der Osmo hat gesagt, er findet das sehr, sehr gut. Und ihm hat vor allem Spaß gemacht, wie ich gesungen habe heute. Ich habe nämlich heute gesungen. Ja. Und da hat der Osmo mit so einer Rassel da mitgemacht. Und ja, es war schön. Wir haben alle musiziert. Wir hatten heute auch das erste Mal so ein bisschen, ja, wir haben so Bongos mitgenommen. Und da haben auch die Kinder ein bisschen mitmusiziert. Einmal mit Mundharmonika haben die Kinder gespielt. Oder auch mit so einer kleinen Ukulele oder gemacht. Es war halt alles wirklich total schön. Und finde ich eigentlich so eine Sache, werde ich das nächste Mal auch auf jeden Fall wieder mitmachen. Ja, das war echt toll. Auch mal einfach zu singen, so zwischendurch. Ja. Kann ich mal halten? Nee, halten kannst du es nicht. Das ist viel zu teuer, um Kinder das halten zu lassen. So, aber, ja, weil Kinder haben das oftmals so dieses Talent, das alles fallen zu lassen. Osmo. Vertrau den Kindern, kann ich da nur sagen. Ne? Ja. Zur Kenntnis genommen und umgesetzt. Reinsprechen. Da musst du aber eine Frage haben. Ich stelle jetzt eine Frage, Osmo. Also, Osmo, was war heute das schönste Erlebnis? Was war das schönste Erlebnis, Osmo? Aber Osmo, wenn du nichts sagst, das verstehen doch die Leute nicht. Verstehen die Menschen das nicht? Das verstehen die doch nicht, Osmo. Was fandest du heute besonders schön? Die Musik, die wir gemacht haben, das Essen, für dich? Gespielt mit anderen Kindern. War halt irgendwas Schönes dabei? Was ist so richtig? Tja, das ist von einer anderen Welt. Der Baum. Der Baum ist das Schönste.
Gut, der Baum ist das Schönste. Dann muss ich direkt an Jesper denken, den vermisse ich dann immer. Genau. Jesper vermisse ich. Ja, wir vermissen alle Jesper. Jesper, du wirst das Video wahrscheinlich nicht sehen, weil du irgendwo mit deinem Kopf irgendwo im Sand steckst. Wahrscheinlich. Nein. Natürlich, da hat er jetzt, hast du nicht gesehen, da hat er so, ist auf so einer Sand, auf so einem langen Sandweg gelaufen in Portugal oder wo er jetzt ist. Mhm. Und versumpft jetzt irgendwo im Süden Europas. Aber der ja. Fehlt schon ein bisschen. Ja, hat schöne, schöne Aura gehabt. Ja, und ansonsten werden immer mehr Leute, offene Atmosphäre. Noch, noch was? Das kann ich jetzt schon sagen, was du sagst. Na, mehr ist nicht. Gut, ich würde sagen, bevor das. Cut. Was Cut? Cut. Jetzt hier Cut. Gut, wir machen Cut und wir verabschieden uns vom Rohkost-Potluck. Tschüssi, sag noch Tschüss, Hosmo. Tschüss. Tschüss. Ah. So, Silke und ich wollten ein Resümee-Video machen, aber es ist jetzt hier schon Mitternacht. Wir haben gefeiert, bis gar nicht mehr die Zeit vergeht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen noch ein Resümee-Video machen. Und dass wir euch nicht ganz so jetzt hier ohne Resümee-Video allein lassen, dann ein ganz kurzes Resümee. Wie war's, Silke? Schön. Es war total schön. Ich glaube, heute waren die meisten Teilnehmer. Ja, wir haben aber heute nicht gezählt. 70? Was? Über 70? Bestimmt über 70, ja. Also bevor wir überhaupt über das Buffet gegangen sind, waren 50 bis 60 ja. Ohne Kinder. Ja. Mhm. Weil halt das Essen waren ja richtig viele da, 10, 12 Leute. Mhm. Das war richtig geil. Also jetzt ist es spät, Silke muss noch Menschen beglücken, die bei ihr zu Hause dann wahrscheinlich wieder schlafen. Genau. Ich muss Hanna, sonst kriege ich Schläge. Und von daher wollten wir nur noch mal, dass wir ein kleines Resümee gemacht haben. Das war mega geil. Das war, die Zeit ist einfach weggegangen. Also es sind jetzt 10, 12 Stunden oder was. Keine Ahnung, es ist alles, es ist einfach nur geil gewesen. Wir wollen noch sagen, der nächste Potluck findet am 24. September statt. Ja. Ist wieder ein Samstag und auch wieder hier um 11, ab 11 Uhr im Aquapark. Alles klar, das dann das kürzeste Resümee-Video ever. Na dann, tschüssi. Ciao.